Hallo meine Lieben, so, jetzt kommen wir schon zu Teil 6 von der Nachfolgereihe. Und zwar soll es heute um das Thema Vertrauen gehen. Ja, wo fange ich an? Wenn wir an Vertrauen denken, dann sagen wir vielleicht, ja, ich kann dir vertrauen oder ich kann dir nicht vertrauen. Und genauso ist es, wenn wir über Gott nachdenken. Dann stellt sich immer die Frage, wie sehr kann ich Gott vertrauen, dass er es gut mit mir meint, dass er wirklich den besten Plan für mein Leben hat? Und auch, wie sehr kann ich der Bibel vertrauen, dass das, was in der Bibel drin steht, wahr ist? Für mich war es so, dass ich ganz am Anfang von meinem Glaubensleben gesagt habe, ohne zu wissen, was es heißt, Gott, ich vertraue dir jetzt einfach mal, oder ja, Gott, ich vertraue dir. Und wenn man solche Aussagen trifft, dann stellt es Gott auf eine harte Probe und er will wirklich sehen, wie sehr vertrauen wir ihm, wie sehr legen wir unser ganzes Vertrauen in ihn. Und weil die Reihe euch ja helfen soll in der Nachfolge, will ich einfach mal ein paar wichtige Aspekte zum Thema Vertrauen sagen. Also für mich ist das Wichtigste, wenn ich an Vertrauen denke, ist, wem vertraue ich denn da eigentlich und wie kann ich wissen, ob diese Person vertrauenswürdig ist? Also, es bringt dir nichts, wenn du in irgendwas vertraust, was dich am Ende irgendwie nirgendwo hinbringt. Oder was dich am Ende, was einfach nur quasi, wie es der Teufel tut, verführt. Oder dich versucht oder irgendwas mit dir vorhat. Das bringt dich aber nicht zum Leben. Es macht nichts mit dir oder es bringt dich letztendlich sogar auch nicht zu Jesus, nachdem wir ableben, hier auf Erden. Für mich ist deshalb wichtig, wem vertraue ich? Und dafür muss ich natürlich den, dem ich vertrauen will, erstmal kennenlernen. Und das ist ein wesentlicher Punkt, den ich jetzt hier unter diesen Vertrauensaspekt lege und wo ich sage, hey, wenn du Gott vertrauen willst oder du haderst, weil du vielleicht wirklich in einem Lebensumstand bist, wo du wirklich denkst, ja, was redet die da eigentlich gerade? Die hat ja keine Ahnung. Gott schaut nur zu, während ich hier leide und während ich hier, weiß ich nicht, entweder eine Krankheit habe oder einen schmerzlichen Verlust oder was auch immer. Und das ist eben genau die Frage. Vertrauen wir Gott auch in solchen Situationen? Und die Frauen und die Männer von diesem Buch, von der Bibel, haben das oft getan, aber oft auch nicht getan. Und wie ihr alle mitbekommen habt, bin ich gerade wirklich ziemlich tief im Alten Testament drin. Und mir ist da echt, eins ist mir so klar geworden, die Könige, ja, weil ich eben gerade bei den Chroniken bin und gerade die Könige gelesen habe, die Könige, die ihr ganzes Vertrauen auf Gott gelegt haben, da hat er auch wirklich diesen Weg geebnet. Und das heißt nicht, dass die keine Feinde hatten und dass die keine Angriffe erlitten haben und dass die nicht irgendwann auch gestorben sind oder irgendwelche, auch davor irgendwelche Schwierigkeiten hatten, sondern sie haben ihr Vertrauen auf Gott gelegt, weil sie gewusst haben, das ist der, der unsere Väter, der Gott unserer Väter, so, der diese Wunder getan hat, der Israel befreit hat aus Ägypten, der sie durchs Meer hinausgeführt hat, der all diese Wunder, all diese Befreiungen, der all das getan hat. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Wenn du Jesus noch nicht kennst, aber diese Reihe geht ja eigentlich an uns, die wir Jesus schon kennen. Aber natürlich darf auch jeder andere zuschauen. Erinner dich, was hat Gott in deinem Leben bereits getan? Und ist er nicht immer rechtzeitig gekommen? Ist es nicht oft auf unserer Seite das Problem, aber nicht auf Gottes Seite? Und das habe ich für mich voll erkannt. Ich habe zwar irgendwie gesagt, okay, Gott, ich vertraue dir. Es war aber mehr so ein, ja, hey Gott, irgendwie will ich dir vertrauen, aber kann ich dir vertrauen? Irgendwie möchte ich es ja schon, aber ich weiß es einfach nicht. Ich wurde so viel verletzt, wo ich mein Vertrauen in Menschen gesetzt habe oder in andere Leute, also in Menschen reingesetzt habe oder auf andere Dinge mein Vertrauen gelegt habe. Und das habe ich in meinem Leben erkannt, ja. Ich
kann Jesus zu 100% vertrauen. Was nicht heißt, dass mein Leben immer einfach sein wird oder immer einfach ein easy peasy dahingepampertes Leben. So nicht. Aber so war es auch nicht für die meisten Frauen und Männer der Bibel. So war es für die auch nicht. Aber den, der sein Vertrauen auf Gott legt, Gott wird einen nicht enttäuschen. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast einen schmerzlichen Verlust oder eben, wie ich auch vorher schon gesagt habe, oder du hast eine Krankheit, von der du jetzt gerade nicht geheilt wirst. Jetzt ist die Frage, vertraust du immer noch Gott? Vertraust du ihm immer noch, dass er gut ist und dass er weiß, was er da gerade tut? Und das ist die Frage. Oft hegen wir dann oft kommt das, was dann wirklich in unserem Herzen ist, in solchen Momenten zutage. Und ganz oft ist es Bitterkeit, Zorn, Wut und all solche Dinge. Aber weißt du was? Gott hält das alles aus. Also deswegen, er will, dass wir in solchen Momenten ganz nah zu ihm kommen. Weil er sagt ja schon, er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und das wäre wieder ein ganz anderes Thema. Aber was ich sagen will, ist, Gott will dir zeigen, dass du ihm vertrauen kannst. Dass er genau weiß, was er tut. Und wenn wir diese Welt anschauen, dann ist sie absolut gefallen. Gott weiß das genauso. Er hat es hier schon längst verraten, dass es so ablaufen wird. Und wir sind immer groß überrascht, weil in der Welt so viel passiert. Aber ich will dich ermutigen, tiefer mit dem Herrn zu wachsen, tiefer in die Nachfolge zu gehen. Und wirklich, für mich war es so, ich habe mich für Vertrauen ist etwas genau wie in meinen Augen, Liebe sind nicht unbedingt Gefühle, das folgt daraus, aber es ist eine Entscheidung für jemanden. Genauso wie ich mich für meinen Mann entschieden habe, ja. Obwohl Gott ihn so sehr auf mein Herz gelegt hat, aber Gott hat diese Entscheidung von mir gefordert. Er hat gesagt, willst du ihn wirklich haben? Willst du das? Und ich habe gesagt, ja, ich will ihn mit ganzem Herzen. Und genauso habe ich mich für Jesus mit ganzem Herzen entschieden. Und genau dasselbe passiert auch bei Vertrauen. Vertrauen ist meines Erachtens in erster Linie erstmal eine Entscheidung, weil wir im Leben einfach so nach Gefühl vertrauen. Ja? Und Gefühl kann uns, wie bekannt, ziemlich in die Irre führen. Deswegen ist erstmal der erste Punkt, um wirklich in diesem Vertrauen zu Gott zu wachsen, wo wir schon beim nächsten wären, es ist ein Wachstumsprozess, wo der Herr dich viel challengen wird, wo viele, viele, viele Hindernisse kommen und das Vertrauen stetig wächst. Das ist was. Es beginnt mit der Entscheidung, ja, ich will Gott vertrauen oder nein, ich glaube nicht. Und ich denke, wenn am Anfang die Entscheidung steht, okay, ich vertraue Gott no matter what, egal wie, dann glaube ich, wird er diesen Weg segnen. Und versteh Segen nicht immer in dieser Richtung, dass du sagst, ha, dann lebe ich hier ein Leben in Saus und Braus, in Reichtum und ich habe einen... Es ist alles Segen, ja. Natürlich, wenn der Herr jemand Geld anvertraut oder eine Familie oder jemand bis zu seinem Lebensende gesund ist und all das, das ist ein Wahnsinnssegen und ich nehme das selber auch als Segen. Aber es sind einfach Geschenke und ich habe nicht das Recht auf das, überhaupt nicht. Aber wenn der Herr mich mit Dingen segnet, super, freue ich mich. Aber er will auch, dass wir eben genau in diesen anderen Momenten vertrauen. Und wenn wir Vertrauen lernen und auch durch Herausforderungen immer in ein tieferes Vertrauen reinkommen, dann glaube ich, kann uns eben nichts erschüttern. Dann kann der Feind versuchen, mit allem Möglichen zu kommen, aber es wird einfach nichts bringen, weil unser Vertrauen dann fest auf dem Herrn liegt. Und er sagt, er wird den, der ihm sein Vertrauen schenkt, nicht enttäuschen. Und wir sollen uns von ganzem Herzen auf den Herrn verlassen und nicht auf unseren Verstand, der ja oft genug sagt, hey, aber der deine Situation ist halt einfach gerade scheiße, oder? Und hey, du hast gar kein Geld, du wirst es eh nicht schaffen oder irgendwelche anderen Dinge im Leben, du wirst es eh nicht schaffen, du bringst es zu nichts, du was auch immer oder irgendwelche anderen Dinge. Ja, du wirst nie ein Leben führen, das geradlinig ist oder keine Ahnung, mit was die Leute so halt um die Ecke kommen. Und Gott sagt aber, verlass dich auf mich. Und ich finde, diese Dinge hängen zusammen. Dieses Vertrauen auf Gott, ich verlasse mich auf ihn und ich glaube ihm. Und das ist einfach eine Entscheidung, die man trifft. Und
das hängt für mich zusammen und ist super wichtig für die Nachfolge. Vertrauen, sich auf den Herrn verlassen und ihm glauben, sein Wort glauben. Dafür muss ich es natürlich kennen. Ihr seht, warum ich diesen Nachfolgeteil, das Wort Gottes auf Platz 1 gemacht habe, weil sich da alles irgendwie drum dreht und wendet, weil du Gott gar nicht kennen kannst, wenn du nicht stark in seinem Wort bist, weil du gar nicht ihm vertrauen kannst, wenn du nicht weißt, was er bereits alles getan hat für alle bisher, aber auch für dich. Und deswegen will ich dich auch ermutigen, schau dir Zeugnisse von anderen Christen an, schau dir an, was Gott alles getan hat. Klar, selig ist der glaubt, ohne zu sehen, wichtig, aber es ist natürlich eine super Ermutigung und ich muss auch sagen, desto mehr ich natürlich sehe, wow, das hat Gott in meinem Leben gemacht, wow, da war er und da hat er eingegriffen oder das hat er gemacht, desto tiefer ist mein Vertrauen gewachsen. Und ein ganz konkretes Beispiel noch zum Abschluss, nicht, dass das Video wieder so lange wird, sollen ja nur kurze Anstöße für euch sein. Ein Beispiel war natürlich auch wieder das mit meinem jetzigen Ehemann. Ich habe immer proklamiert, ich vertraue dir Gott und ich vertraue dir, dass du das machst und eigentlich in mir drin habe ich mir trotzdem immer gedacht, ja, aber vielleicht, der ist ja nach Amerika gegangen auf eine Bibelschule und ich habe immer irgendwie noch so diese letzte Funke in mir drin so, ja, aber vielleicht kann ich ihn ja doch noch, bevor er fliegt, vielleicht macht der Herr ja doch noch irgendwas davor. Und ich habe durch den Geist schon gewusst, nein, das wird nicht passieren. Aber ich wollte es nicht wirklich wahrhaben. Und dann, als er geflogen ist und ich mir gedacht habe, na toll, meine Wunschluftblase ist zerplatzt, jetzt muss ich ihm wirklich vertrauen, weil jetzt ist er da in Amerika und ja, das sind so viele Menschen und was, wenn er da jemand kennenlernt, was natürlich unbedingt nicht die besten Gedanken waren, aber wo der Herr mir sofort gezeigt hat, jetzt musst du mir vertrauen. Und deswegen noch mein abschließender Rat, verlasst euch von ganzem Herzen auf den Herrn. Wenn ihr vielleicht in Situationen reingesteckt worden seid, ja, oder gerade in irgendeiner Situation steckt, die wirklich unaussprechlich schlimm ist oder auch komplett euch zermürbt und ihr denkt, es geht einfach nimmer, ich kann nimmer, dann schreit zum Herrn, verlasst euch auf ihn und er wird euch helfen und er wird da sein. Und ich glaube, das ist das aller Wichtigste, dass wir unser ganzes Leben lang uns nach dem Herrn ausstrecken, nach ihm, nicht nach irgendwelchen Sachen, die daraus resultieren mögen, sondern nach ihm, nach seinem Herz, nach dem, was er will. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig. Entscheide dich, ihm zu vertrauen oder entscheide dich, nicht ihm zu vertrauen. Hab Geduld, er wird dieses Vertrauen in dir formen, in dir nähren und der Heilige Geist macht es dann möglich. Du wirst Prüfungen erleben und du kannst, wenn du diese Entscheidung vorher gefällt hast, dann verlass dich und komm immer wieder zu diesem Punkt zurück, dass du dich für ihn entschieden hast, für das, dass du ihm vertraust, auch wenn alle Möglichkeiten sich dir bieten, ja, dass wieder irgendwie von anderen Seiten Sachen kommen wollen, Leute, Dinge, irgendwelche anderen Sachen, die wo dir sagen, ah, vielleicht ist das Vertrauen doch hier ganz gut, leg's doch hier hin, also vertrau doch auf das, vertrau auf deine eigene Kraft, vertrau auf das und Gott sagt, nein, nicht auf deine eigene Kraft, nicht auf dich, nicht auf deine Fähigkeiten, nicht mal auf deinen Glauben, sondern auf mich. Vertrau auf mich und ich werde alles andere in dir bewirken und machen. Und damit schicke ich euch jetzt in diesen wunderschönen Tag und bete einfach, dass das ganz tief in euer Herz reingeht. Und das nächste Mal werde ich über Vision reden. Was ist der Zweck der Nachfolge? Warum folgen wir nach? Und warum tun wir das? Und was ist der Plan Gottes so? Warum die Nachfolge so wichtig ist? Genau. Also ganz liebe Grüße und bis bald.